Ja, das Lehrlingswirtschaftsparlament hier in Niederösterreich geht auf eine Initiative unserer Präsidentin zurück. Und es ist sehr, sehr wichtig, die Anliegen der jungen Menschen, der Lehrlinge ernst zu nehmen und diese auch zu unterstützen. Die Lehrlinge sind ja die Fachkräfte von morgen. Es war der Frau Präsidentin ein großes Anliegen, der Jugend, den Lehrlingen der niederösterreichischen Wirtschaft, ein Sprachrohr zu bieten, denn die Jugend hat sehr viele Anliegen, Wünsche, Ideen und ihr war es wichtig, einfach, dass die jungen Menschen mal das vorbringen können und wir das in unsere Arbeit entsprechend als Wirtschaftskammer auch mit aufnehmen können und für eine entsprechende Umsetzung zu sorgen. Heute ist einmal der erste Tag dazu da, damit die Anträge für den 20. Juni vorbereitet werden. Das heißt, die Lehrlinge, die für heute eingeladen sind, lernen sich zunächst einmal kennen. Sie formulieren gemeinsam einmal, mit welchen Themen möchten sie sich befassen und arbeiten das dann heute entsprechend aus, damit am 20. Juni dann abgestimmt werden kann und diskutiert werden kann. Und um 10.30 Uhr beginnt dann das echte Lehrlingswirtschaftsparlament, wo ein Sprecher der Gruppe den Antrag vorbringt und mit den anderen Teilnehmern dann entsprechend diskutiert und zum Schluss wird dann die Präsidentin abstimmen lassen und es wird wieder eine sehr spannende Diskussion geben, wie verhalten sich die anderen Gruppen zu diesem Antrag, sind sie dafür, sind sie dagegen, gibt es Abänderungsanträge, also wird eine sehr spannende Geschichte. Doch, das geht um Politik und was mit uns Lehrlingen in Zukunft passiert. Und somit haben wir beschlossen, dass ich da mitmache, weil man denkt, das ist sicher ein gutes Thema. Wir haben Thema Gesundheit gehabt für einen effizienten Arbeitsplatz. Ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden mit der Diskussion. Es ist mehrheitlich dagegen gestimmt worden. Natürlich war meine Erwartung, dass es mehr positive Stimmen gibt. Aber ja, im Endeffekt gehört es dazu. Von meinem Vorgesetzten darüber informiert, dass das heute hier stattfindet und er hat mich gefragt, ob ich daran interessiert wäre, weil es für uns Jugendliche ein gutes Sprachrohr ist, wo auch wir unsere Anliegen mal vorbringen können. Ja, ich hoffe, dass wir die Anträge, die was wir da jetzt vorbringen und stellen, auch durchbringen können. Es war natürlich eine super Sache, weil da halt den Lehrlingen auch wirklich geholfen wird. Weil ich gerne was verändern will und weil ich gehört habe, dass man da unsere eigenen Ideen umsetzen können, dass wir die einbringen können und dass die auch wirklich bearbeitet werden. Meistens denken darüber zwar Leute nach, die darüber Bescheid wissen, aber nicht mittendrin sind. Und wer kann mehr mittendrin im Geschehen sein als die Lehrlinge selbst, die die Schule besuchen, die im Betrieb ausgebildet werden und die wahrscheinlich am besten wissen, wo wirklich vital der Schuh drückt und was man besser machen könnte und wo es Kritik anzumelden gibt. Und ich glaube, da sind wir ganz am richtigen Weg. Also wenn ich mir heute die Anträge anschaue, die unsere Jugend erarbeitet hat, dann ist es sehr vielfältig. Da geht es ganz einfach um ein leistbares Wohnen, weil viele nicht in der Nähe ihrer Arbeitsstätte sind. Da geht es ganz einfach um Arbeitskleidung, da geht es um Arbeitszeit, da geht es aber auch um Inhalte in der Berufsschule, um praxisorientiertere. Und ich finde, diese Anregungen der jungen Leute sind wirklich großartig und sie sind vor allem, und so sehe ich das auch, umsetzbar.